Borussia Dortmund wird international mal wieder vom Schiedsrichter komplett verarscht und kassiert einen komplett nicht berechtigten Elfmeter gegen sich. Falls ihr jetzt denken solltet, dass das wieder ein perfekter Grund ist für BVB-Fans zu sagen, ja, der Schiri ist schuld und überhaupt und so, nee, vergesst es. Also wir starten das Fazit mal so, dass ich sage, PSV Eindhoven hat dieses Tor verdient. Also ein 1-1 haben sie auf jeden Fall mal verdient, weil sie auch viele Chancen über 90 Minuten hatten, die man hätte besser ausspielen müssen. Teilweise hundertprozentige Chancen, die man hätte machen müssen. Man hat sie nicht gemacht. Deswegen ist es nicht unverdient, dass PSV zu diesem Torerfolg kommt. Die Art und Weise, Freunde, ich glaube, das ist die diskutabelste Situation, beziehungsweise eigentlich ist es die nicht überhaupt diskutierbare Situation, weil das ist kein Elfmeter. Ich habe jetzt gerade extra nochmal gewartet mit dem Fazit ein paar Minuten, um mal Mats Hummels zu hören im Interview. Und Mats, Junge, gesprochen wie ein Löwe. Das ist wirklich ein bockstarkes Interview gewesen. Er hat auch ganz klar gesagt, der VAR macht die Schiedsrichter schlechter. Man verlässt sich als Schiedsrichter mittlerweile nur noch auf den VAR. Ja, bin ich mir unsicher, dann warte ich mal ab, was der VAR sagt. Keine eigene Linie mehr, keine eigenen Entscheidungen mehr. Aber er sagt zum Beispiel auch zu Wolfgang Stark, der ja schon im Spiel als Schiri-Experte gesagt hat, den kann man geben. Aber ich damals als Schiri, ja, ich war ja auch immer sehr großzügig. Ich hätte den wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ja, nochmal irgendwie versucht, eine Ehrenrettung hinzukriegen an der Stelle. Den darf man nicht geben. Also Mats Hummels spielt, und das sagt er selber, und das sagt eigentlich, wenn man mal wirklich ehrlich und fair ist in der Bewertung, jeder, der es gesehen hat, jeder, der diese Szene gesehen hat, und wer sie nicht gesehen hat, guckt sie euch bitte an. Er spielt ganz klar erst den Ball. Und ja, mit diesem nachgezogenen Fuß, der ja auch irgendwo hin muss in so einer Grätsche, da trifft er irgendwann dann den Spieler nochmal leicht und dann kommt er zu Fall. Mats Hummels sagt aber auch, der Spieler Tillmann, wie auch immer der heißt, der hat sich minutenlang kaputt gelacht. Der Bakayoko, der hat sich minutenlang kaputt gelacht. Und eigentlich hat er die Situation auch nur gezogen, ja, weil er eigentlich wusste, die Situation habe ich vertändelt. Und wenn man auf der Profi-Ebene so einen Elfmeter auch gibt, ja, dann gibst du ja nur noch Elfmeter. Und vor allen Dingen ist es auch so, wie Mats Hummels auch gesagt hat, in der grundsätzlichen Bewertung von solchen Situationen gibt man in einem 16er mittlerweile Elfmeter, die du an der Mittellinie nicht mal mehr als Foul pfeifen würdest. Ob das irgendwelche Handspiele sind, ob es wahrscheinlich so ein Foul gewesen ist, das lässt du wahrscheinlich im normalen Spielgeschehen einfach weiterlaufen, aber im 16er ist es dann auf einmal ein Elfmeter. Und komischerweise ist es dann mal wieder eine Fehlentscheidung gegen Borussia Dortmund. Wir erinnern uns an die rote Karte von Hummels gegen Ajax. Wir erinnern uns an viele, viele Situationen in solchen Wettbewerben, wo es dann einfach gegen uns war, wo man hinterher sagt, so, ne, Süle, Elfmeter gegen sich mit dem Arm, wo er dann angeschossen wird, etc. pp. Da hast du in der Vergangenheit ganz viele gehabt. Das nicht gegebene Tor hier von Leipzig gegen Real Madrid auch, so eine Fehlentscheidung grundsätzlich. Das ist einfach auf so einem Niveau Quatsch. Und es ist Profifußball, und zwar höchster Profifußball. Und das ist, da schließe ich mich mal zumindest einfach nur an, das ist ein 0% Elfmeter. Und das sage ich nicht, weil ich BVB-Fan bin, sondern einfach, weil es situativ kein Elfmeter ist für mich. So, und das hätte ich auch bei Eindhoven gesagt. Das hätte ich auch bei den Blauen gesagt. Würden die mal Champions League spielen? Ja, haben sie vor ein paar Jahren noch. Werden sie nicht mehr. Weiß ich. Ich würde das bei jeder Mannschaft in der fairen Bewertung so sagen, dass es kein Elfmeter ist. Weil Michael Schulz, der Lange, liebe Grüße gehen raus. Erst den Ball, dann den Gegner. Perfekte Grätsche. Was willst du denn machen? Vielleicht sucht er ja auch den Kontakt nochmal. Auf jeden Fall hebt er ein bisschen ab wieder sterbende Schwan, ne, und hinterher sich dann noch minutenlang kaputt zu lachen und auf der Basis dann das Tor zu erzielen, ist halt kompletter Quatsch für mich. Das ist kompletter Quatsch, und sowas entscheidet dann unter Umständen K.O.-Spiele auf höchstem Niveau, wo es um richtig viel Schotter, um Reputation etc. pp. Geht. Und das ist mir auch einfach zu wenig. So, also das mal nochmal wirklich ausführlich zu dieser kompletten Elfmeterszene, die natürlich mitten im Spiel war. Und wenn wir dann jetzt nochmal aufs Spielerische kommen, dann darf Borussia Dortmund sich da auch an die eigene Nase fassen. Und auch das hat Mats Hummels, finde ich, treffend formuliert. Zu unruhig, zu hektisch, zu unklar in den Aktionen. Also insbesondere auch ab der 60. Minute, dann hat man das Spielen gefühlt ganz wieder eingestellt. Viele hohe Bälle, viel Ping-Pong.
auch Ungenauigkeiten von Eindhoven, mal fernab von diesen ganzen klaren, herausgespielten, auch hundertprozentigen, wo man sich auch zum Beispiel wieder mal beim zweiten Mann Alex Meyer bedanken darf, der gut gehalten hat, der kurz vor Anpfiff erst wieder informiert wurde, dass er spielt, der sofort von 0 auf 100 hochfahren musste und sofort da sein musste. Das aber auch war, also ich bin froh, so einen Mann aus Regensburg geholt zu haben als klare Nummer 2 beim BVB, weil Gregor Kobel natürlich was hat, muskuläre Verletzungen, muskuläre Probleme. Naja, Grüße gehen raus an Karim Adeyemi und den restlichen Kader von Borussia Dortmund gefühlt. Das verstehe ich auch einfach nicht mehr. Ja, der hat gegen Wolfsburg da irgendwie einen Schlag auf irgendwas bekommen, aber warum man dann 3 Minuten vorher wieder muskuläre Probleme beklagt, aber davor dann nicht. Und mit Adeyemi, der ist dann 2 Tage wieder da und dann spielt er wieder nicht. Und Sancho hatte ja dasselbe auch wieder, war ein Spiel wieder da und hatte dann wieder muskuläre Probleme. Keine Ahnung, das ist nochmal ein ganz separates Thema für sich. Grüße gehen raus an die medizinische Abteilung. Ich frage mich mittlerweile, was macht ihr da? Keine Ahnung. Ich glaube, muskuläre Probleme und Borussia Dortmund, das ist mittlerweile der Running Gag geworden, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, Meier macht das stark und hält uns auch mit ein paar Paraden definitiv im Spiel. Aber auch PSV war schlagbar, definitiv. Und auch da, entschuldigt bitte, kann ich mich nur Mats Hummels erstmal wieder anschließen, der auch gesagt hat, ich habe ein schlagbares PSV gesehen. Und da schließe ich mich an, denn die hatten Chancen, aber auch die waren unkonzentriert. Auch die haben Luke de Jong sicherlich nicht so eingesetzt bekommen als Zielspieler, wie sie es sonst gewohnt waren. Auch die waren ungenau, unkonzentriert, schlampig, wie sie es sonst vielleicht in der Liga nicht sind. Und Felix hat es ja zum Beispiel auch gesagt, als er dann hinterher noch dazu gestoßen ist, in-game, und hat gesagt, boah, jetzt haben wir irgendwie eine Umschaltsituation. Und dann ist die irgendwie verpufft und dann sagt er, ja, die hätten wir viel besser ausspielen können. Ja, genau. Hätten gekonnt. Konjunktiv. Hätte Fahrradkette. Haben wir aber wieder nicht. Und das ist einfach das, wo wir uns an die eigene Nase packen müssen. Und dann haben wir das Fußballspielen eingestellt. Nico Schlotterbeck hat dann hinten raus auch nochmal gesagt, ja, dann müssen wir vielleicht auch am Ende des 1-1 in Eindhoven mitnehmen, weil ja dann Rückspiel in Dortmund im Tempel und so nochmal anderes Spiel. Und inhaltlich kaufe ich das. Dennoch solltest du ja doch auch immer auf Sieg spielen wollen, auch als Borussia Dortmund. Das wäre dann irgendwann wieder dieses Selbstverständnis, was wir nicht mehr haben, aber wo man mittel- bis langfristig wieder hinkommen muss, zu sagen, hey, wir sind Borussia Dortmund und auch in der, weiß ich nicht, 85. Minute spielen wir dann weiter auf den Sieg, aber auch mit der Gewissheit, wir können auf Sieg spielen, wir trauen uns das zu, wir haben ein gewisses Selbstverständnis und nicht mit der Angst dabei, oh, wenn wir jetzt zu viel Risiko gehen, dann. Ich meine, du hast es auch wieder gesehen, als dann ein Özcan eingewechselt wird, als ein Reus runtergenommen wird dafür, als dann ein Brandt kommt und da wieder 1-1 zwar gewechselt wird, Brandt wahrscheinlich auch noch immer so ein bisschen angeschlagen von diesem grippalen Infekt, der ihn da komplett aus dem Leben gekickt hatte. Dann mit Moukoko, der Wechsel mit Füllkrug 1-1, auch nicht so die Durchschlagskraft hinterher mehr gehabt. Auch wieder ein bisschen defensiver gewechselt, vor allen Dingen mit dem Özcan-Wechsel hinterher, auch mit einem Marius-Wolf-Wechsel. Neben dann ein Sancho raus. Wir hätten natürlich auch noch andere Unterschiedsspieler zumindest nach vorne gehabt, wie ein Bino Gittens, wo ich aber auch sage, hey, defensiv ist wahrscheinlich Wolf die bessere Wahl. Offensiv natürlich ganz klar Jamie Bino Gittens. Ein Durand Will wäre jetzt mal wieder eine Möglichkeit gewesen, aber in so einem engen Spiel den dann wieder zu droppen, kann ich vielleicht auch noch verstehen und kaufen, dass man das nicht tut. Aber das war schon so das Ergebnis absichern und das hat Nico ja quasi mit seinem Interview auch nochmal unterstrichen, dass man das so getan hat. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem Spiel als solches machen soll. So richtig emotionalisiert war ich davon phasenweise nicht. Also rund um den Elfmeter war ich es auf jeden Fall. Klar, weil für mich absolute Fehlentscheidung. Aber sonst hatte ich nicht diesen Vibe von krasses K.O.-Spiel, Achtelfinal, Hinspiel, Champions League. Normalerweise sage ich euch, wie es ist in der Vergangenheit. Ne? Also auch in der Euroleague-Saison, wo wir mit Tuchel zum Beispiel gegen Klopp und Liverpool gespielt haben und da so geisteskrank dann auch rausgeflogen sind und so, ne? Diese ganz engen Spiele oder auch gegen Real Madrid, wo wir dann 4-1 mit Levi bei uns gewonnen haben, aber dann musst du noch nach Madrid und da sieht es dann eventuell auch eine Zeit lang so aus, als wird das nochmal anders ausgehen und so, so diese engen Dinger. Das waren früher alles so Spiele, die konnte ich mir gar nicht bis zu Ende angucken. Nicht, weil es so schlecht war, sondern weil ich einen Puls hatte, jenseits von Gut und Böse. Und dann bin ich so ab der 75. manchmal auch rausgegangen und bin laufen gegangen. Und hab dann einfach, ich konnte nicht mehr, weil das so vereinnahmend war, weil mich das so mitgenommen hat, auch zwischenmenschlich. Ja, und ich sitze hier und mache mit Felix an meinem Geburtstag ein paar Späße und wir gucken uns das so an und wir kommentieren das so lapidar.
Und das sagt ja auch vieles aus, dass da diese ganz krasse Emotionalität aktuell nicht mehr da ist. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es da bei euch aussieht, wie es so in eurem Innenleben bestellt ist. Naja, und unterm Strich kriegt dann PSV eben diesen Elfmeter noch für mich geschenkt. Luke de Jong verwandelt das Ding dann halt. Und so nehmen die halt dieses Unentschieden mit und wir nehmen auch dieses Unentschieden mit. Und ich finde, nochmal, PSV hat definitiv auch ein Tor verdient. Hätten vielleicht auch noch ein, zwei Tore mehr verdient gehabt. Vielleicht hätten sie es auch gewinnen können. Hätten wir auch gekonnt. Also wir haben uns schon weitestgehend neutralisiert und deswegen geht ein Remis am Ende für mich dann auch doch in Ordnung. Aber ja, die Art und Weise des Zustandekommens. Irgendjemand hatte im Stream auch zum Spiel geschrieben, das war für mich so ein Bundesligaspiel. Ich hätte mich vielleicht im Vorfeld so ein bisschen danach gerichtet zu sagen, ja, das ist jetzt wieder Champions League, Königsklasse, Flutlicht, ja, wieder besonderer Vibe, ne, jetzt können sie es wieder ab Sekunde 1, da brennt wieder das komplette Feuer. Nee, für mich war es auch eher so ein durchwachsenerer Bundesliga-Auftritt, auch von der Emotion her. Ja, und ich glaube, da ist der BVB auch nicht zufrieden mit, auch wenn man das so in den Interviews der Spieler, die ich so gehört hatte, sich so rauszieht, dann sind sie das auch nicht. Jetzt musst du es halt zu Hause machen. Jetzt musst du zu Hause diesen Schritt zu Ende gehen und musst dann einfach diesen Einzug ins Viertelfinale klar machen, weil PSV war schlagbar. Wir haben es nicht genutzt. Sie haben es nicht genutzt. Schiedlich, friedlich, unentschieden bringt erstmal so richtig keinem was. So, wenn euch dieses Fazit gefallen hat, ich bin vor allen Dingen rund um diese Elfmeter-Diskussion sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Auch vielleicht die Fans, die nicht BVB-Fans sind, wie sie es objektiv von außen betrachten, ohne diese Emotionalität dabei. Ja, haut einfach mal raus, ab in die Kommentare damit und wenn euch das Fazit irgendwie gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ich bedanke mich nochmal bei jedem, der unterstützt hat bei diesem Geburtstagsstream. Hinter mir seht ihr ja noch so ein bisschen, zumindest angedeutet, die Luftballons, 37 Jahre heute geworden. War ein cooler Geburtstagsstream, war ein cooler Geburtstagsabend. Mit einem durchwachsenen Ausgang des BVB, aber davon lasse ich mir den Geburtstag ja nicht kaputt machen. Also danke, danke, danke für euren Support, für eure ganzen lieben Kommentare und schlaft später gut, startet gut in den Tag, wann auch immer ihr das guckt. Ich bin raus und sag nur der BVB, aber nur der BVB, euer Toxi, macht's gut, ciao.